mein aufregendstes Erlebnis in Remote Viewing? Eigentlich ist alles geil. Es gibt gar nicht, finde ich, eigentlich das Aufregendste. Es gibt, eigentlich sind alle aufregend. Bloß einerseits will man natürlich die Sessions verifizieren, was leider nicht immer geht, weil was ist, wenn du auf dem Rand des Universums stehst, ja, und sagst von wegen, es gibt keinen Rand, ja, aber du kannst es halt nicht verifizieren. Und da gibt es natürlich auch tolle Sachen, wie zum Beispiel, dass man den Grund für ein Krankheitsbild ermittelt anhand einer Session. Und dann kommt da das Feedback vom Auftraggeber und der sagt dann, ja, genau so ist es gewesen. Also es ist ein total unterschätztes Werkzeug, was man immer weiter aufbohren kann. Und es ist einfach geil. Das ist der Informationsvorsprung schlechthin. Und gerade heutzutage in der Gesellschaft ist es auch so, wo sehr viele mit Fake News arbeiten, ja, an wem oder was kann man heutzutage noch vertrauen? Und da kann man sagen, wenn sie oder wenn man mit Remote Viewing arbeitet, braucht man all diese Sachen nicht mehr, weil man auf sich selber am besten vertrauen kann.